Moin meine Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part Let's Play Harvest Moon Magical Melody. Wieder nur mit dem Matt, da der Aktor immer noch eine kleine Pussy ist und nie in Skybound rein ist. Das hast du schön mit deiner Stimme vertieft, diese Situation. Was Tim geht, aber warum? Weil du ihn gemobbt hast. Guten Morgen, ich mache eine Reise. Alter, du bist 8 Jahre alt. Ich besuche nur einen Verwandten, werde aber mit ein paar Geschichten zurückkehren. Bis dann. Und so ging Tim, der Pokémon-Trainer, auf die Jagd. Um der Allerbeste zu werden, wo wir wieder beim letzten Thema, beim letzten Part wären. Ja, Keine Antwort. Ja, scheiße. Ich bin gerade ein bisschen perplex. ja, wir hatten ja, es ist ja gerade wahnsinnig heiß wieder. Und dann würde ich sagen. Immer noch heiß. Ja. Und dann würde ich sagen, Ecto. Nein, er ist nicht da und ich erwähne seinen Namen. Shame on me. Warum bist du nur so verliebt in ihn? Ich weiß es nicht. Ich muss ja dem Kevin auch mal was Gutes tun. Ja, was hältst du momentan von unserem Wetter, Matt? Erzähl mal. Von unserem Wetter, ich hasse es. Also, Ich bin kein Sommermensch, ich sterbe bei über 30 Grad. Ich bin eine Pflanze, ich kann sowas nicht ab. Ich brauch so 25 Grad, dann bin ich glücklich. 25 Grad sind für mich auch zu viel. Wobei 25 gehen auch gerade, ich bin eher so 20 bis maximal 25 Grad. Da bin ich glücklich. Das ist nicht zu warm, nicht zu heiß. Nicht zu warm, nicht zu heiß. Damn Logics. ja. Nein, es ist einfach so brutal, dass bei einer gewissen Temperatur da kannst du nicht mehr viel machen. Ich kann mir auch vorstellen, unser Dachdecker Ecto, der bricht auch zusammen bei 37 Grad. Ja, das auf jeden Fall. Denn Ecto ist ja für die, die es nicht wissen, der macht eine. Ist der jetzt schon fertig mit der Lehre, oder? Ich glaube. Der macht auf jeden Fall Dachdecker. Und ja, deswegen haben wir auch, musste ich auch den einen Part allein aufnehmen, weil er einfach nach Hause gekommen ist und gesagt hat, Leute, ne, geht nicht. Kann ich ihm nicht verübeln, ich meine, wenn ich da bei 30, 35 Grad den ganzen Tag auf dem Dach oben bin, dann würde ich auch abends sagen, Leute, leckt mich. Ich guck jetzt fern, geh dann schlafen, geh duschen, guck dann fern, geh schlafen und leckt mich am Arsch. Heute nicht. Das könnte ich ihm nicht verübeln. Aber ich wollte eigentlich auf was anderes hinaus, und zwar Wette von uns. Das ist ja jetzt schon seit ein paar Jährchen so, dass es nicht mehr so ist, dass es langsame Steigerung von Wärme gibt. Da bleibt es einfach so, da wird es wieder ein bisschen kälter, sondern einfach ein Extrem aufs andere. Morgens, wenn ich aufstehe, ist es kalt. Wo ich mir denke, boah, T-Shirt ist doch schon brrr. Mittags dann ist es heiß, da brennt die Sonne runter ohne Ende. Und am nächsten Tag regnet es und ist arschkalt. Ja, und also so ist mir auch vorgekommen, dass alles nicht mehr so beständig ist, wie es mal war. Es ist jetzt nicht mehr so, dass wir hier, sagen wir mal, 5 Wochen durchgängig die verfluchte Hitze haben, sondern jetzt ist es mal regnerisch. Bis jetzt, als ich jetzt aus Österreich wieder zurückgekommen bin, ich glaube vor 3 Wochen, da bin ich ja über die Grenze gefahren und hab gedacht, scheiße, ich will nicht mehr nach. Ich bin ja über München gefahren und hab gedacht, ne, ich gehe wieder zurück nach Österreich. Hier ist ja die Hölle los, da war ja absolutes Unwetter. Das hat ja auch angehalten, dann noch, glaube ich, 4, 5 Tage. Und auf einmal ist es wieder brütend heiß und du denkst, du stirbst. Ja, ja, das ist nicht so, ach, das ist ja. Ich bin halt wieder gespannt, wie der Winter wird. Also, naja, ja. Der wird halt auch wieder entweder mit dem ekelhaftesten Wind aller Zeiten. Ja, das ist ja auch so immer gewesen, früher noch, da war es einfach kalt und dann hat es halt auch nicht so lag halt Schnee. Dann hat es auch mal geschneit, dann ist der Schnee geblieben. Genau, und jetzt ist es so, Schnee 2 Meter auf einer Nacht, nächsten Tag ist der Schnee weg. So kommt es mir ungefähr vor.
Und dann ist wieder alles außer Kontrolle. Naja, am schlimmsten sind sowieso die Autofahrer, die bei Regen und Schnee nicht fahren können. Boah. Da könnte ich immer ein Ei legen, sag ich mal. Das ist so schlimm. Die Gurke, es regnet ein bisschen, liegt ein 2 cm Schnee. Das sind solche Stadtmenschen, die nicht Auto fahren können. Und dann gurken der auf der Landstraße mit 60. Und der nächste hinten gurkt auch mit 60, weil er könnte ja überholen, aber nee, und du überholst dann 100 und schießt vorbei und passt und denkst dir, boah, gut. Ja. Ja, aber Straßenverkehr, ist ja immer so eine Sache. Am Ende bist du mal das Arschloch. Ja, das auf jeden Fall. Ja, ich... Ja, okay, das ist ein blödes Beispiel, hast du ja recht. Aber nee, ich kenn's oft genug, dass dann irgendwelche Geisteskranken entweder sie schneiden dich und wollen dich gleich umbringen, oder sie fahren, als wären sie gerade kurz vorm Einschlafen mit 30 km/h. Ja, das ist, die Autofahrer sind genauso wie das Wetter. Entweder extrem schlecht oder extrem brutal und unbarmherzig. Oder sie fahren gleich die Formel 1 mit. Genau, aber das so Mittelweg ist... Das denke ich mir, ne? Ich fahre auf der Landstraße, ist ja 100 begrenzt. Ja. Ich fahre da schon mal die 120, denke mir, 120 ist ja angemessen. Und dann kommt einer von hinten, überholt. Er fährt in die Kurve, und dann war ungefähr, ich sag mal, 300, 400 Meter freie Sicht. Ich komme aus der Kurve raus und das Auto ist weg. Und ich war ungefähr, als er mich überholt hat, noch so 100, 200 Meter von der Kurve weg. Und die Kurve ist nicht lang. Und das Auto war einfach weg. Der muss damit 160 durchgeheizt sein. Und ich denke mir nur, Alter, what the fuck is going wrong with you? Ja. Ich finde immer noch die Schnarchennasen vor einem immer noch am besten. Wo dann auf der Landstraße eben auch so mit, sagen wir mal, mit 60 fahren. Und du denkst, komm schon, ein bisschen schneller geht schon noch. Wir haben noch ein bisschen zum Tempolimit. Jetzt mach, komm. Ja. Ist gerade aufgefallen, ihr habt Teamspeak im Hintergrund gehört. Ich glaube, ich habe vergessen, den Teamspeak auszubauen, aber das juckt mich jetzt relativ wenig. Was sollen sie denn gehört haben? User joined your channel. User disconnected from your channel. Ich gehe jetzt kurz mal raus. So, das habt ihr jetzt auch gehört. Ich habe vergessen, Teamspeak zuzubauen, weil ich in der Pause einfach nur kurz auf Teamspeak drauf war und... Das macht doch nix. Ja, das ist unprofessionell. Ich meine, die Zuschauer hören unsere Stimmen die ganze Zeit. Da kann die Teamspeak-Stimme nicht so schlimm sein. Ja, man hat's gehört, also ich hab's gehört und dann werden sie die Zuschauer auch gehört haben. Vor allen Dingen, da ich's gesagt habe, wird's wahrscheinlich solche Helden geben, die da zurückschreiben und dann da, ich hab's genau gehört. Da. Ja. Gut, ja, Matt, jetzt brauchen wir noch ein Gesprächsthema. Naja, wir können ja da ansetzen, wo wir aufgehört haben mit vielen, vielen Dingen. Dann setz mal an. Ja, natürlich, das ist kein Problem. Was denkst du zum Beispiel, oder was war, sagen wir mal, deine ungewöhnlichste Speise, die du jemals gegessen hast? Meine ungewöhnlichste Speise, die ich jemals gegessen habe? Ja. Lass mich mal überlegen. Sag du erst mal, ich muss da noch überlegen. Wenn ich jetzt so überlegen muss, das erste, was mir in den Sinn kommt, war vor, sagen wir mal, 3 Jahren. Mhm. Das war ein Wildschwein-Ragout von meinem Onkel gemacht mit Schokoladensoße. Okay. Und das war schon so ein bisschen, ich bin da wie jetzt Schokoladensoße, wie jetzt auf das Schweinefleisch oder das Wildschweinfleisch. Und denkt dann, ja, geht schon. Und dann habe ich das probiert. Und das Fleisch war ein bisschen trocken, aber mit der Soße hat halt so merkwürdig geschmeckt. Und denkst da, Schokolade. Schokolade. Ich habe dann echt wirklich so eine. Ich bin da wirklich so 5 Minuten lang. Was soll ich jetzt davon halten? Ich konnte es mir halt einfach nicht vorstellen. Es war halt auch
jetzt nicht das Schlimmste, aber das ist trotzdem. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe eigentlich sowas noch nie gegessen und ich würde es gerne machen, aber ich bin halt mit meinem Vater aufgewachsen, der die Ansicht verträgt, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Und das ist halt dann komisch. Es ist ja aber schon wie so, hat dann der Bauer was gegessen überhaupt? Ja. Ich meine, es ist ja schon so, du kennst doch bestimmt Ananas-Curry. Natürlich. Ja, ja. Und das habe ich davor auch noch nie gegessen. Außer vor 8 Monaten das erste Mal. Weil das gab's bei uns nicht. Mein Vater, der hätte da meiner Mom wahrscheinlich das Ananas-Curry-Hähnchen genommen und auf den Kopf gekippt und sich und dabei gesagt, ey, was will ich mit dem Scheiß? Muss ihm halt das mal, während er schläft, so mit einem Trichter einflößen. Wenn er es geschluckt hat, dann kennt das, dann ist es rum, dann hat er verloren. Aber nee, ich kenne auch dieses Gefühl, zum Beispiel mag ich auch nicht so gern eigentlich überrascht zu werden zum Kochen. Wenn es heißt, ja, was möchtest du zum Essen? Dann heißt es, ja, ist mir eigentlich egal, mach halt was, was ich kenne irgendwie. Ich bin so jemand, der isst gerne konservativ. Ich hab zum Beispiel es nicht gerne, wenn mein Essen schon mit Soße beträufelt ist. Ich mag, wenn alles getrennt ist. Ja, und da ein Reis, da ein Schnitzel, da kommt dann Soße. Dann kann ich das aussuchen, wie ich es haben will. Ja. Weil zum Beispiel ein Wiener Schnitzel mit Soße schmeiß ich dir wieder entgegen. Will ich nicht. Ja. Was aber geil ist, das ist ein Mailänder Schnitzel. Mhm. Du weißt doch was, das ist ja, schön. Ja, ja. Schnitzel mit Mozzarella, Tomaten überbacken, ja, Spaghetti dazu und Tomatensauce. So, ich muss sagen, halt italienische hier. Kräutermischung oder sowas wie, sagen wir mal, zum Beispiel ein Fischfilet mit à la Milanese, irgendwie so mit Tomaten und sowas, das passt für mich nicht. Dann streike ich auch mal wieder kurzzeitig. Essen werde ich es, aber streiken tue ich dann danach, sagt, nee, war nicht gut, mach's nicht nochmal, Arschloch. Und, will ich nicht. Was aber immer geht, ist einfach jegliche Arten von Desserts. Also, oh ja. Wenn oh ich ja. weiß, es ist eine Süßspeise, dann esse ich es dir weg. Oh ja, oh ja. Das ist bei mir auch so. Ich glaube, die schlimmste Sache, die ich mal hatte, war, mein Onkel hat Hochzeit gefeiert. Mhm. Irgendwo auf der Alm. Mhm. Schwäbischen Alb. In einem 5-Sterne-Hotel. Und da gab es dann halt ein richtig fettes Buffet. Da gab es dann Seeteufel Usobuco, was ich glaube Ochsen Beines. Aha. Schenkel. Was gab's noch? Ganz viele verschiedene Sachen. Und als Dessert gab's dann so richtig so eine Schale, wo rausgab Tiramisu. Daneben war's Panna Cotta, da gab's dann Schokoladensoße, Karamellsoße, konntest du halt so mit dem Löffel rausholen. Und ich habe so viel gegessen. Am Ende habe ich das Gefühl gehabt, die Karamellsoße ist mir im Magen verhärtet. Ich bin halt da drüber schütten. Dann nehmen wir noch eine Tiramisu, da machen wir dann Karamell drüber. Oh ja, auch haben will. Jetzt und, sofort. Und dann gab's halt nach dem großen Essen, sind halt alle schön, es war halt schon nach der Trauung und allem, aha, sind wir noch alle unten gewesen, dann gab's einen Pianisten dort und für mich war es halt alles ungewohnt. Ich komme ja eigentlich aus einer armen Familie und mein Onkel hat da überall die Party geschmissen. Dann wurde ich halt die ganze Zeit drauf gedrängt, ja, trink doch irgendwas, hier haben wir eine Bar, also trink doch irgendwas. Und ich häng da, ich will nix trinken, ich hab keinen Lust. Dann habe ich die ganze Fruchtsaftpalette durchgesoffen. Und einen Pianisten gab's im Hintergrund, meine Schwester fragte jetzt nach irgendwelcher Musik und der Typ kannte sie nicht, ich kenne nur Barmusik, was kein Schwanz kennt. Ach ja, nee. Ich muss sagen, wie alt warst du dort bei der Hochzeit? 15, glaube ich. Ja, 15. Ja. Die letzte Hochzeit, auf der ich war, das war die von meinem Cousin. Und da war ich, wie alt war ich dann? 9 oder 10. Und da denkst du dir halt, du gehst auf die Hochzeit und denkst dir, langweilig, ich will nach Hause, ich will irgendwas machen, ich will ferngucken. Aber jetzt so, wenn auch, das ist genauso bei den Geburtstagen, da dachte ich mir auch langweilig, nach Hause spielen, Fernsehen gucken. Und jetzt, wenn ich jetzt selbst dabei im Geburtstag bin, ich denke mir, boah, wie blöd war ich da eigentlich, das ist doch voll cool, wenn du mit deinen Verwandten, die siehst du nicht immer, dann redest du da und hast das Gesprächsthema, und als kleines Kind hätte ich mir das nie... Und essen, ja, und als kleines Kind hätte ich mir das nie vorstellen können.
Das ist auch wieder so ein Phänomen, wenn du älter wirst. Du wirst einfach langweilig. Du wirst langweilig, ja, definitiv. Ich bin auch immer da, guckt, ich will nicht mitkommen, ist doch alles langweilig. Lass mich meine Playstation zocken und lass mich in Frieden. Nee, heute ist es schon ziemlich geil. Also ich habe auch kein Problem dann zu sagen, ja, ich bleib jetzt eine Woche weg. Ciao, ciao, brauch nix. Ja. Safe auf Familie. Du lernst es zu schätzen. Ja. Und auch vor allem, du lernst auch andere Sachen einfach mal kennen, wenn du so mit Leuten redest. Ja, was habt ihr gemacht? Das und das. Und was sind deine Erfahrungen? Ja, das und das. Und das ist dann alles prima. Zum Beispiel habe ich jedes Jahr ein Familientreffen und da gibt es halt schon proper Essen. Ja. Und da freue ich mich immer. Ich bin ein Mensch, der gratis Essen nicht verschmäht. Obwohl ich dünn bin. Also ich kann fressen, so viel ich will. Das gibt mir eigentlich nichts auf... Das kennst du jetzt nicht, oder? Nee, das Phänomen hat mein Bruder, aber das wurde mir leider nicht vererbt. Das ist schon praktisch, muss ich sagen. Ja, aber bei meinem Bruder lässt das Phänomen auch langsam nach. Gibt es auch den Geist, auf der wird auch schon leicht pummelig. Aber wusstest du eigentlich, ne? Wenn Kerle eine Frau kennenlernen und die länger mit dem, wenn die Frau länger mit dem Kerl zusammen ist, dann messet die den Kerl. Ja, kenne ich. Das ist ein schönes Phänomen. Hat den Hintergedanken, du wirst es wahrscheinlich wissen. Die will, die mag ihn. Dass er bei ihr bleibt, dann genau. Wird er unattraktiver. Genau, dann wird er unattraktiver für andere. Das ist, finde ich, eigentlich voll cooles Phänomen. Ich kenne das auch von meiner Schwester. Sie hat jetzt einen Freund seit, ich glaube, 3 Jahren. Oder 2 Jahren, sowas mit dem Dreh. Und er hat zu mir mal gesagt, weißt du eigentlich, was deine Schwester mir antut? Und ich so, ne, ja, die kocht immer so gut und dann geht sie immer, während ich am Essen bin, geht sie noch ins Schwimmbad und schwimmt eine Runde und bleibt selber körperlich fit, während ich zunehme. Ich denke, ja, Pech gehabt. Aber das ist so. Auch wenn es unterbewusst ist bei den Frauen, das ist einfach so, die wollen dich messen. Sie macht das ganz bewusst, sie weiß das selber auch. Sie so, ja, ich messe den. Der darf dann auch Dota zocken, dann bleibt der auch schön unter Kontrolle. Ach ja. Alles wunderbar. Die Frauen. Ah ja. Er braucht jetzt doch irgendwas, über was können wir weiterreden. Naja. Merkst du, die ersten 2 Parts liefen wirklich wunderbar und jetzt ist schon langsam wieder die Luft raus. Ja, merkt man halt. Das war jetzt aber auch eine Überraschung, dass wir 2 gute Parts hingekriegt haben. Das stimmt allerdings. Das war echt eine Überraschung, dass wir da 2 relativ gute Parts hinbekommen haben. Was mich wundert, Pat. Wie sieht's bei dir mit Reisen aus? Bist du schon mal im Ausland rumgereist? Wenn ja, wo? Was hast du so erlebt? Was waren so deine Highlights? Ich war Kroatien, Italien, Südtirol. Also halt Familien und so Ausflug, aber jetzt mittlerweile bin ich so die Ansicht, Urlaub ist für mich, ich liege einfach zu Hause und entspanne mich und lass mich einfach am Arsch lecken. Ich muss dann irgendwo hin. Und das Highlight von mir war, ich hatte ja, das war glaube ich, da war ich noch 9 oder 10 Jahre alt. Ja. Da hat man ja dann auch nicht nur in Boxershorts geschlafen, sondern da musste man doch so einen Schlafanzug, Pyjama anziehen, ja. Und ich hatte so ein Pyjama von Mickey Mouse. Ne? Oh yeah, da ist aber der richtige Player gewesen. Und dann waren wir so, sind wir halt einfach frei Schnauze nach Südtirol gefahren oder irgendwie da runter. Ja. Und dann haben wir halt so ein Ferienhäuschen gefunden mit so, schon so einer alten Dame und haben halt da 2-3 Tage übernachtet. Dann sind wir wieder heim. Und da habe ich meinen Schlafanzug vergessen. Ja, scheißegal, kaufen wir einen neuen. 2 Wochen später haben wir ein Päckchen bekommen. Ja, und wie geht's euch so? War nett mit euch und bla bla bla. Hat uns die ernsthaft den Pyjama hochgeschickt zu uns, obwohl wir gesagt haben, nee, passt schon, alles pipapo, hat die uns den Pyjama hochgeschickt. Es war halt, ja, oder wir hatten halt auch bei in Kroatien da ein Schwimmbad, ich habe ja eine kleine Schwester. Ja. Und da sind wir mit dem Onkel hingefahren, mit dem Sohn und mit der Tochter von dem, mit seiner Frau halt. Und da haben wir dann einfach meiner kleinen Schwester Schwimmen beigebracht.
Wir sind da einfach täglich 2-3 Stunden im Pool gewesen und haben dir einfach Schwimmen beigebracht. Also ich muss ja persönlich sagen, ich habe Schwimmen ziemlich spät erst gelernt. So mit 11. Nee, ich war so der Wasserratte. Ich mag auch das Wasser, aber ich bin absolut grottenschlechter Schwimmer. Am schönsten ist einfach nur ein Becken, was schön erhitzt ist, so. Lass mich lügen. Grad, so ein schönes beheiztes Becken. Boah, 35 Grad, das ist ja kochen. Nee, du weißt, was ich meine. Ich weiß halt nicht, wie heiß das ist. Und dann liegst du da und dann hast du halt die Sitze da und da kommen die Blasen raus und du liegst einfach da und denkst dir, geil. Kennst du das? Sowas feiere ich übelst ab. Ja, aber ich muss sagen, Kroatien nie gewesen. Ich bin jetzt bisher nur einmal, wenn ich mal die Nachbarländer wirklich ausschließe, nur in Italien gewesen. Ansonsten halt auch so Österreich. Da hat meine Großtante immer so eine Veranstaltung gehabt, wo Kinder halt hingehen durften. So eine Almhütte, würde ich sagen, so richtig in Alpen drin. Und da dann halt mit frischer Milch immer zum Kuhhirten gegangen und da Milch abgeholt und da dann durch sowas wie Schlösser besichtigen und alles sowas war halt auch immer auf dem Plan. Und ja, größtes Erlebnis, wenn ich mal von meiner Seite erzähle. Ich war jetzt bisher nur einmal in Italien mit meiner Schule und ich würde mal sagen, ist außer Kontrolle geraten von Anfang an, weil du kommst den ersten Tag dort an. Jetzt stell dir vor, in meiner Rolle, ich kann ein bisschen Italienisch, ich bin aber grottenschlecht, ich habe immer Unterkurs, ich kann diese Sprache nicht, ich mag diese Sprache auch nicht. Und ich renne da rum, Alkohol, okay, wir gehen jetzt erstmal saufen. Wirklich am ersten Abend Alkohol geholt, am schönen Santa Maria del Fiore, der Florenzer Dom, der ist wunderschön. Dort erstmal am Saufen gewesen, dann weitergezogen, die nächsten Clubs gesucht. Und du triffst überall Leute, die dir Drogen verkaufen wollen. Das ist ekelhaft. Überall sind dann so Zigeuner oder Schwarze, die dann sagen, hey, do you wanna have a good time? You wanna buy cocaine? 120 Euros? What the fuck? Oder sie drücken dir gleich einen Plastikbeutel mit Gras gegen die Nase. Hey, do you smell it? Do you wanna buy? Während im selben Moment die Polizei an dir vorbeifährt. Und du denkst da, what the fuck? What the fuck? Nee, das ist so passiert und du hängst dann da, ich will ein bisschen was von Italien mitkriegen. Okay, wir nehmen natürlich an dem Kuhfest teil und melden unsere Milky an, mit der wir natürlich gewinnen werden, ich meine. Kräftig haben. Geübt haben. Ja, ich wusste jetzt auch nicht, ob man am Anfang ob die nicht gemelkt werden soll oder nicht. Deswegen habe ich sie nicht gemelkt. Aber ja. Ist da jetzt Käse im Euter? Okay, dann mit dir reden. Oh, die Entscheidung ist da. Sehr schön. Dann gucken wir mal. Nun geben wir die Wettbewerbsergebnisse bekannt. Ich hab's jetzt auch nicht vorgelesen, weil da wäre ich dir ins Wort gefallen, also von daher. Der hat nur gesagt, hey, willst du teilnehmen? Ja, okay, dann, bitte, Kuh. Und natürlich haben wir gewonnen. Die beste Kuh dieses Jahres ist die Kuh vom Hof Fortune. Stimmt, unser Hof heißt ja Fortune. What da war ja fuck? Was. Gratuliere, der Preis ist Futter für ein Jahr. Gib deinem Rind viel gutes Futter. Das heißt, ich müsste jetzt 120 Einheiten Futter bekommen haben. Wenden wir jetzt das diesjährige Kuhfest. Zieh fürs nächste Kuhfest eine gute Kuh auf. Wir hoffen, nächstes Jahr kommt ihr wieder. Danke für eure Ruhe. Ja, die nächste Kuh, die mitmacht am Kuhfest, ist die Kuh Matt. Oh yeah! Ich bekam eine Musiknote. Note des Moons. Note der Freude darüber, dass deine mit großer Sorgfalt aufgezogenen Kühe die besten im Dorf geworden sind. Und somit haben wir auch eine Musiknote. Sehr schön. Dann gehen wir jetzt noch kurz zurück. Müssen noch das Schaf scheren. Das habe ich auch vergessen. Und dann ich nehme mal kurz die Angel mit, weil ich noch was vorhab. Da man auf der Insel, nachdem es regnet, einen wertvollen Fisch angeln kann. Da gucke ich einfach mal, da versuche ich mein Glück.
So. Dein Glück. Mein Glück. Exakt. Ja. Oh, es ist auch schon relativ spät. Wir nehmen das Ganze am Samstag, haben wir angefangen aufzunehmen. Also, jetzt da, morgen kommt ja... Jetzt ist schon Sonntag hier? Genau, jetzt, heute sollte auch der erste Part kommen von den dreien, die wir aufgenommen haben. Oh yeah. Und wir schimpfen es gerade knapp 20 nach 12. Ich werde jetzt die Parts rennen und dann hochladen, damit... Nein, Eis, nicht schlafen, ich will dich scheren. Schlafen, scheren, das ist aber auch schwer zu merken. So. Und die Milch muss noch gemelkt werden. Gib mir gute Milch. Das ist auch wieder 1200. Sehr schön für ein bisschen Garn. Die Milch will ich nämlich trinken. Nee, wobei ich mache die zu Käse und esse den Käse. Das ist, glaube ich, besser. Ich hoffe, ich kann Käse essen. Ja, kann ich. Natürlich könnte ich jetzt auch gefailt haben, weil ich glaube, ich brauche bei dem Delfin 2 Herzen und es kann sein, dass der Delfin jetzt nicht mehr da ist. Dann kann ich nicht auf die Insel, da muss ich mich mit dem erst wieder anfreunden. Aber ein Versuch ist es wert. Definitiv. Ah, und dann hoffen wir mal, dass der Ecto bald wieder Zeit hat, damit wir mit dem Quiz weitermachen können. Das, ich denke mal, relativ gut ankommt, oder? Delfin, rede mit mir. Ah, ich kann zur Insel, okay. So. Alter, der Delfin hat keine Pupillen, der hat nur Augen. Die sind weiß. Sonst nichts. Der starrt dich dann die ganze Zeit an, oder was? So ziemlich, okay. Was findest du eigentlich auf der Insel? Ist da dann zum Beispiel so, wie bei Fallout 3, so eine einsame Atombombe in der Mitte? Nee, da kannst du fischen gehen. Das ist doch voll langweilig. Okay, ich muss auf Z drücken, damit ich den rausbekomme. Und ich habe einen Kalmar erwischt. Ich glaube, der ist 1000 wert. Das war das Ding, das man fangen kann. Kann ich die eigentlich weiter auswerfen? Ach, ja, die kann ich weiter auswerfen, okay. Okay. Ja, dann werfen wir die mal in die Richtung. Hoffen, dass wir einen Fisch erwischen. Na, komm. Ja, da, Fischi, Fischi, Fischi. Geh an den Köder, Fischi, 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 Fischi. Ach, du bist doch ein scheiß Fisch. Dann hier. Dann fangen wir den noch und dann beenden wir das auch. Dann haben wir wieder ein paar Fische gefangen. Haben wir auch noch nicht. Das ist ein Halbschnabelhecht. Nein, nicht freilassen, verkaufen. Müssen wir nämlich auch machen. Oh, da wäre noch ein Fisch, den können wir auch noch kurz fangen. So. Dong, auf dem Fisch drauf. Der Fisch ist weg. Jetzt war sie ermordet. Ich hab die Angel gerade auf den Fisch draufgeworfen. Das ist brutal. Das ist... Ah, da fangen wir den hier noch. Aggression gegenüber der Natur. Nein, natürlich nicht. In diesem Part wurden keine Fische verletzt. Glaube ich denn nicht. Da haben wir nochmal ein paar Mal, egal. Ja, dann ist der jetzt doch knapp eine halbe Stunde lang, der Part, obwohl ich gedacht habe, dass der nicht so lang wird. Ah, wir kriegen das alles hin. Ich weiß, ich bin nicht der Fan vom Angeln. Ich auch nicht. Ich wollte zwar immer als kleines Kind mal angeln gehen, aber irgendwie, es wirkt ein bisschen unnötig. Es ist halt, ich weiß nicht. Ich kenne auch jemanden, oder ein Mädel besser gesagt, die genießt es sehr, Welse und sowas zu fangen. Jetzt denkst du wahrscheinlich, Welse zu fangen, das beinhaltet doch Angeln. Nein, die hechtet den Drecksviechern hinterher. Und die Hechte sind auch nicht klein, nee, die sind dann so einen Meter groß. Alter. Und die fängt ihr dann mit der Hand. Alter. So, Leute. Es ist fucking warm. Wir haben zwar 21 Grad, aber ich bin gerade am Saften ohne Hände. Du bist das, mir hier ein Früchtchen. Saften. Hat das gerissen. Das war.
Ach Mann. Verzeihung für den schlechten Witz. Weil wir ein Ehepaar sind, werden wir uns nach einem Streit sicher versöhnen. Aber du hast doch 10 Herzen, also passt das. Ja, Leute. Oh, hat sie das eigentlich ein Kind in die Welt gesetzt? Das müsste eigentlich gestern passiert sein. Was? Aber gestern war Festival, also wird das heute passieren. Wie jetzt? Oh, ich kann das Kind noch drinnen halten, solange Festival ist. Bleib drin, du Arschloch. Ich glaube noch 30 Tage und am 28. haben wir die Nachricht bekommen. Sehen wir dann im nächsten Part. Was ist das für ein Schnellbrüter? Sehen wir dann im nächsten Part, Leute. Das war's für den Part. Ich bedanke mich fürs Zugucken und würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal bei Let's Play Harvest Moon Magic Melody. Bis dahin, ciao, ciao.